Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Heute mit noch leicht rotem Kopf und etwas verschwitzt nach meinem Training. Passend zum Thema. Heute geht es darum, wie ich mich für meinen Marathon vorbereitet habe, den ich vor ein paar Jahren gelaufen bin. Die Frage kam auf, als ich das letztens erwähnt habe, beim Video über Sprossenkeimen. Und heute die Antwort dazu. Also. Bei mir war es so, ich hatte schon jahrelang ein Buch zu Hause herumliegen, das heißt The Non-Runners Marathon Trainer. Ich war nämlich ein Non-Runner, ich war vielleicht ein Little Jogger. Also hin und wieder bin ich halt so ein bisschen joggen gewesen, meist am Laufband vielleicht. So, sobald da aber 1% Steigung dabei war, konnte ich nur noch gehen und war völlig außer Atem. Und ich wollte ja auch schon jahrelang einen Marathon laufen, aber in Wien war das so, dass der Wien-Marathon im Mai stattfindet. Alle Trainer empfehlen, sich ungefähr 3 Monate auf den vorzubereiten. Und das hätte geheißen, dass ich im Februar zu laufen anfangen muss. Ne, das wollte ich halt nicht und habe das dann immer aufs nächste Jahr verschoben. Dann war ich aber in Australien. In Australien habe ich dann 2010 beschlossen, so, jetzt ist es soweit, jetzt laufe ich endlich diesen Marathon. Und habe wieder was, was ich abhaken kann, was ich also getan habe. Und habe das Buch hergeholt und habe angefangen zu lesen und zu trainieren. Mein Training war 14 Wochen lang. Ich war viermal die Woche laufen, dreimal kurz, einmal lang. Und es gab keine Zeitangaben dabei, immer nur Streckenangaben. Das war schön für mich, weil ich glaube auch, dass das das Beste ist für einen Marathon-Neuling, dass man sich als einziges Ziel setzt, den Marathon durchzustehen und bis zum Ziel zu kommen, ohne grobe Verletzungen. Und nicht sich irgendwelche Zahlen in den Kopf zu setzen, wie schnell man sein möchte. Klar, unterbewusst hat man das wahrscheinlich schon, so irgendwo im Hinterkopf, aber prinzipiell sollte der Gedanke wirklich sein, ich laufe einfach diesen Marathon, weil garantiere ich dir, du bist so stolz, wenn du das hinter dich gebracht hast, dass die Zeit dann nur noch so, ich weiß nicht, ein netter Nebeneffekt ist. Ich habe es in, ich weiß nicht wie viel geschafft. Unter 6 Stunden, unter 5 Stunden, unter, weiß ich nicht. Bei mir waren es 4 Stunden 55. Ich war unglaublich stolz. Aber ich bin so langsam gelaufen, dass ich mich unterhalten habe können mit den Leuten neben mir. Ich habe die angefeuert zum Schluss, weil mir ging es relativ gut und andere nicht. Die haben ausgeschaut, als ob sie gleich aufgeben würden und ich habe sie wirklich an. Ja, du kannst das, du schaffst das. Komm, überhol mich, du bist schneller als ich, du kannst das doch. Und die haben mich dann wirklich überholt und danach haben sie sich bedankt bei mir. Das war recht nett, weil ich sie halt motiviert habe. Und das Interessante war auch für mich, dass ich mich da gleichzeitig selbst motiviert habe. Weil ich war dann irgendwann schon ziemlich müde. So bei Kilometer 35 habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt sind nur noch 7 und ein paar hundert Meter. Das ist nicht mehr so lang. Also, das kann ich jetzt auch noch. Und ich bin das Ganze durchgelaufen, ich bin nie gegangen, darauf war ich sehr stolz. Und ich war auch erstaunt, dass es so einfach ging, denn bei meinem Laufplan war der Plan natürlich so aufgebaut, dass ich immer mehr laufe jede Woche und dann die letzten 14 Tage weniger mache, damit sich die Muskeln ausrasten können und ich dann wirklich mit vollen Kräften am Start stehen kann. Nun sind aber dann in den letzten Wochen der langen Läufe meine Schienbeine nicht so fit gewesen. Ich habe eine Schienbeinhautentzündung bekommen. Auf Englisch heißt es Shinsplints und das tut ziemlich weh. Das passiert, kommt unter wenn man zu viel nutzt, die Muskeln, oder auf einmal viel mehr nutzt als davor. Und auch wenn man beim Laufen den Fuß zu stark anhebt und dann den Schienbeinmuskel zu viel anspannt. Und das ist eine Entzündung, wie gesagt, da kann man halt entzündungshemmende Tabletten nehmen. Ich habe dann auch noch entdeckt, auf einer Laufseite für Dauerläufer, also Leute, die wirklich 12 Stunden, 24 Stunden Rennen laufen, man kann Krautwickeln machen, die helfen angeblich auch, habe ich so sofort ausprobiert natürlich. Ich habe mir einen Kopf Weißkraut gekauft und die einzelnen Blätter dann um das Schienbein gelegt und mit Bandagen, also um beide Schienbeine gelegt und mit Bandagen festgemacht und das dann über Nacht so angelassen. Und ich glaube sogar auch unter Tags, halt unter einer Hose, sieht man das ja nicht. Und das hat geholfen, Gott sei Dank. Ich habe dann auch beschlossen, dass ich nach dem Marathon nicht mehr mit normalen Laufschuhen laufen würde, sondern nur noch mit Barfußschuhen, mit Five Fingers, weil man da ja mit dem Mittelfuß, also gerade so nach den Zehen, mit dem Ballen aufkommt. Weil es halt ist wie Barfuß zu laufen, nur mit einem quasi einem Schutz, damit man sich nicht wehtut. Und anstatt wie mit normalen Laufschuhen, wo man mit den Fersen aufkommt und da eben auch immer den Fuß so hochziehen muss,
damit man mit der Ferse zuerst am Boden aufkommt. Ja, also ich bin dann diese ganz langen Trainingsläufe gar nicht mehr gelaufen, weil mir die Schienbeine so wehgetan haben. Ich glaube, mein längster Trainingslauf waren 30 oder vielleicht 32 Kilometer, circa 4 Wochen vor dem Rennen. Und da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, das sind dann halt dann schon noch 10 Kilometer mehr. Ich weiß nicht, mal schauen, na egal, ich probiere es halt. Der längste Lauf im Training hätte sein sollen, ich glaube, 36 Kilometer oder 37. Ja, und den habe ich halt nicht gemacht. Es hat trotzdem funktioniert. Und ich habe dann dieses Buch nicht nur für die Strecken verwendet, die ich da zu laufen hatte, sondern da waren auch immer wieder sehr, sehr motivierende Geschichten drinnen von anderen Leuten, die das Programm auch gemacht haben. Und zwar wurde das Buch geschrieben von mehreren Leuten, die dieses Laufprogramm, ich glaube, auf einem College oder auf einer Universität in den USA angeboten haben. Und da waren alle möglichen Leute dabei, so von 20 bis über 50 Jahre alte, die von fit bis nicht wirklich fit, genauso wie ich eben Non-Runners waren. Und die haben das alle durchgehalten, teilweise mit Schmerztabletten, aber sie haben es gemacht und waren halt alle unglaublich stolz. Ich glaube, der längste Lauf hat gedauert über 6 Stunden. Da war dann, waren dann schon, die haben dann schon alles weggeräumt und die ist immer noch gelaufen. Aber sie hat es bis zum Schluss gemacht und war halt unglaublich stolz auf sich. Ja, dann habe ich auch erwähnt im letzten Video, und das war, glaube ich, auch noch sehr interessant, dass ich ja während des Laufes nur Chiasamen gegessen habe. Viele Leute haben ja diese kleinen Gelpackungen und ich weiß nicht, irgendwelche Energieriegel mit. Und das wollte ich nicht, weil ich damals wirklich sehr auf der Rohkostwelle war und auch vor allem auf der natürlichen Welle und nicht irgendwelche chemischen Sachen essen. Und deswegen habe ich auch die Krautwickel entdeckt, anstatt einfach den Medikamentenschrank zu plündern. Und dann habe ich aber zusätzlich als Motivation noch andere Bücher gelesen. Und da war dabei dieses Buch vom Barfußlaufen, das das Barfußlaufen so bekannt und berühmt gemacht hat. Da ging es um die Tarahumara, Eingeborenen in Mexiko, die nur barfuß laufen, die der Autor entdeckt hat, weil er Knieprobleme hatte beim Laufen mit normalen Schuhen. Und dann hat er sich angeschaut, wer in der Welt am weitesten und am längsten läuft. Und das waren eben die in Mexiko und dann noch ein Stamm in Afrika. Alle laufen barfuß und alle laufen elendslang und elendsweit und haben überhaupt keine Knieprobleme. Und diese Tarahumara, die essen eben auch Chiasamen als Ausdauernahrung. Und da machen sie etwas, das heißt Chia Fresca, also frisches Chia sozusagen. Und das wird so gemacht, indem du Chiasamen in Wasser einweichst und dann noch ein Süßmittel hinzugibst. Also zum Beispiel, die nehmen Honig oder Agavendicksaft. Kannst natürlich auch Ahornsirup hineinlernen, wenn dir das lieber ist. Oder Birkensüße oder Apfeldicksaft, was auch immer. Und Limette. Schmeckt, finde ich, super. Und da essen sie halt ein paar Löffel davon und das gibt ihnen genug Kraft. Bestimmt auch in Kombination mit dem Zucker von dem Süßstoff, den sie verwenden. Und da habe ich mir eben dann so kleine Päckchen gemacht und habe das dabei gehabt und habe dann noch zusätzlich das Wasser getrunken, das alle paar Kilometer angeboten wird. Einmal habe ich unabsichtlich das Gatorade erwischt. Das hat mir nicht geschmeckt, das habe ich gleich wieder ausgespuckt und habe stattdessen das Wasser genommen und habe auch ganz professionell vielleicht zwei genommen, in jede Hand eins, zusammengedrückt oben, damit es nicht gleich herausspritzt, weil man läuft ja weiter, will ja keine Sekunden verschenken. Und wenn man das so zusammendrückt, dann kann man das auch besser während des Laufens trinken. Ja. Und ich hatte auch noch dabei für den Fall Schmerztabletten und Globerbier. Das Globerbier wollte ich verwenden, habe es aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht, ich habe, glaube ich, ab Kilometer 7 Pipi müssen und bin nicht gegangen. Und zuerst habe ich mir gedacht, ja, das geht eh wieder weg. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich mich jetzt hinsetze, dann stehe ich nicht mehr auf. Und ja, so bin ich halt da 4 Stunden, weil die ersten 55 Minuten habe ich ja nicht müssen, also 4 Stunden lang gelaufen, aufs Klo gelaufen sozusagen. Und im Ziel war meine erste Frage, wo ist die Toilette? Ja, war ich dann sehr froh, die dann doch noch zu
erreichen. Ich habe es gerade noch geschafft. Was auch interessant war, nach dem Rennen, ich wollte, aufs Klo habe ich mich schon gesetzt, aber danach, ich habe mich gefühlt, als müsste ich mich weiter bewegen. Ich glaube, das liegt daran, dass, also das Trägheitsgesetz, wenn ein Körper nicht in Bewegung ist, dann ist es ein großer Aufwand, den in Bewegung zu bringen. Aber wenn ein Körper in Bewegung ist, dann will sich der immer weiter bewegen. Und genauso war das bei mir. Ich habe dann herumgehen müssen. Ich habe eine Freundin gehabt, die dabei war, und um Fotos zu machen, und die hat mich in der Früh auch hingeführt und dann nach dem Ziel in Empfang genommen, total lieb, haben mich sehr gefreut. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann mich nicht hinsetzen, wir müssen jetzt noch ein bisschen herumgehen. Und sind dann also gegangen, 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 dann zum Auto und nach Hause gefahren, und dort bin ich weiter noch so herumgetänzelt. Ganz komisch war das. Das habe ich ja nicht gewusst, dass ich dann danach so reagieren würde. Ja, ich habe auch meine Kompressionshosen angehabt. Also das klingt nicht sehr sportlich, sind aber eigentlich Hightech-Hosen. Sieht man auch immer wieder bei Sportlern und Läufern und Athleten. Das sind einfach Leggings, die ich habe heute auch sogar die an, mit denen ich damals trainiert habe. Ich hatte so knielange Leggings. Die sind halt etwas enger als normale Leggings, aus einem bisschen festeren Material, und dadurch komprimieren sie deine Beine, und das soll helfen bei der Regenerierung deiner Muskeln. Ich glaube auch, dass das hilft. Beim Rennen selber hatte ich knöchellange an, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hilft es meinen Schienbeinen. Und ansonsten, ja, einfach so wie heute, ein Trägerleibchen, einen wirklich guten Sport-BH. Also an alle Mädels da draußen, ich bitte euch, zieht euch gute Sport-BHs an. Da gibt es ja mittlerweile ganz viele. Ich habe einen Triumph Tree Action angehabt. Den habe ich heute nicht auch an, aber den habe ich immer noch. Der ist super. Und das ist echt wichtig. Und obwohl der wirklich gut ist, habe ich dann am Rücken, das war meine einzige Verletzung, dort wo der Haken ist, eine kleine Blase gehabt, weil das halt die ganze Zeit gerieben hat. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr was anhabt, das nicht wetzt, weil wenn du so lange, so viele Stunden lang diese Bewegung machst, dann reibt sich das wirklich alles wund. Für die Herren unter euch, Nippel mit Klebestreifen abkleben. Also so Leukoplast oder so. Nicht mit Dick so. Sonst reibt sich die Haut wund. Das ist eine zarte Haut, und die wird nicht durchhalten, wenn man so lange läuft. Es gibt auch dann noch so, schaut aus wie ein Deo-Sticks, so. Fühlt sich ein bisschen wachsartig an, so Sticks, die kann man auf die Innenseite von den Schienbeinen, nicht Schienbeinen, von den Oberschenkeln schmieren, falls die Oberschenkel reiben. Wenn man ganz kurze Shorts anhat, da kann man ja ziemlich dünn sein, und wenn man dann läuft, reibt die Haut trotzdem ein bisschen. Ich bin da auch eine Zeit lang mit Shorts gelaufen. Das dauert nicht lang, bis die Haut wund ist. Das kann man sich auch hier hinschmieren, ja? Also das ist wirklich empfehlenswert. Ich bin die ganze Zeit ohne Pulsmesser gelaufen. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass ich da ein gut genuges Körpergefühl habe. Und ja, ich bin während des Trainings nie mit Wasser gelaufen. Es gibt auch diese Wasserflaschen mit so Handschuh-Dingern, damit man sie gut halten kann. Das habe ich einmal gemacht ohne die Handschuhe. Ich habe halt normal eine Wasserflasche dabei gehabt. Es ging mir nur auf die Nerven. Ich habe das dann strategisch aufgestellt bei meiner Laufstrecke, weil ich habe nämlich nichts gefunden, wo ich zum Schluss eben 30 Kilometer, 15 Kilometer in eine Strecke laufen konnte und dann wieder zurück. Also bin ich eine Achterschleife gelaufen und habe dann da in der Mitte das Wasser hingestellt, damit ich bei der Halbzeit was zu trinken hatte. Ja, danach ging es mir gut. Ich habe natürlich einen Muskelkater gehabt, aber es war keine Rede von, ich konnte eine Woche nicht gehen oder so, sondern ich war relativ fit. Am nächsten Tag bin ich in die Arbeit gegangen. Ich glaube, da habe ich um 6 Uhr früh gleich zum Arbeiten angefangen. Habe im ersten Stock gearbeitet, bin da zu Fuß die Stiegen hinaufgegangen, wie immer. Beim Aufstehen und Hinsetzen habe ich schon gemerkt, dass ich am Vortag ein bisschen was getan habe. Aber sonst ging es mir gut. Ja. Ja, was hab ich davor gegessen? Ich war zwar voll auf Rohkost damals, aber ich habe bei Freunden übernachtet, wo meine Freundin sehr gut gemeint hat mit mir. Und
Und die haben mir einen Kuchen gebacken, sensationell gut mit Kardamom und Kaffee. Da habe ich natürlich gleich zugegriffen, bin ja eine Freundin des Süßwaren und auch bekanntlich nicht so streng mit dem Prozentsatz an Rohkost. Und der Hintergedanke war, man soll eben viele Kohlenhydrate essen. Also habe ich da brav zugegriffen, hat gut geschmeckt. Und in der Früh habe ich, glaube ich, vielleicht noch ein kleines Stück von diesem Kuchen gegessen, aber nicht wirklich viel, weil ich mir nicht sicher war, wie mein Magen da darauf reagiert, weil ich während der Trainings eigentlich fast immer auf leerem Magen gelaufen bin. Und das soll man dann nicht gleich alles anders machen, dann am großen Tag. Ja, nach dem Rennen, wie ich dann wieder zu Hause war, habe ich natürlich gleich weiter Kuchen gegessen. Und ich glaube, das war bestimmt sehr, sehr hilfreich bei meiner Regenerierung. Ja. Das war's. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du noch weitere Fragen zum Thema hast, kommentier unterhalb. Auch wenn du Ideen hast, was für Rezepte oder Monologe ich als nächstes online stellen könnte. Und ich glaube, das hat eben sehr bei meiner Regenerierung geholfen. Auch, dass ich dann mit meinen Freunden gefeiert habe und ja. Es, ja, es, ja. Ja, ich glaube, das hat bei meiner Regenerierung ausgesprochen gut geholfen. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel Wasser getrunken, um den ganzen Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, in diesem Flüssigkeitsgehalt, Verhalt. Und ich habe natürlich auch viel Wasser getrunken, um diesen Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Ja, also ich glaube, das war's. Wenn du noch weitere Fragen hast zu dem Thema, dann kommentiere einfach unterhalb. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick gleich mal das Like-Knöpfchen, damit ich das auch weiß. Und wenn du den Clip besonders gut fandest, dann teile ihn gleich mit deinen Freunden, Familie auf Facebook, Twitter, in E-Mails und so weiter. Und wenn du neue Ideen hast, was ich als nächstes aufnehmen könnte, sei es ein Video oder wieder so ein Talk, dann kommentiere ebenfalls. Auch wenn du mehr von meinen Videos sehen willst, dann abonniere einfach meinen Kanal. Und wenn du Infos willst, die ich nur in meinen E-Mails teile, dann komm rüber auf rotope.com und melde dich zum Newsletter an. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag und bist jetzt inspiriert, auch laufen zu gehen oder irgendeine Bewegung zu machen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Rotopia. Ciao!